Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir Ulrich Marburg gesagt hätten, dass er vorhat, hier über alle seine früheren Sünden zu sprechen, hätte ich natürlich die Maschine erst nächsten Morgen genommen. Aber das hat mich ja zum Glück unterbrochen. Also, ich will mal sagen, die Schwaben haben was Vorbildliches in Deutschland bekommen. Und das liegt einfach darin, dass hier der rebellischste Zeitgeist entwickelt worden ist. Was jetzt noch die Leute in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin, auch Berlin, von euch lernen müssen. Einfach mal Nein zu sagen. Und zu sagen, was eigentlich das Besondere an der Bewegung war. Es gibt ja eine deutsche Mentalität, die bekanntlich anders aussieht als die französische. Und wenn du uns Deutschen sagst, also so ein Bahnhof ist genehmigt, alle Verfahren sind gelaufen, die Gerichte haben schon alles entschieden, es ist überhaupt nichts mehr machbar, dann bleiben wir nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Berlin normalerweise zu Hause. Das Ding hat sich für uns dann irgendwie abgehakt. Und das Besondere an den Gegnern von Stuttgart 21 bestand darin, dass es sie überhaupt nicht interessierte. Jetzt konnten sie alle schreiben und hätten sie auch gewollt. Und sie sagten, nein, wir akzeptieren das nicht. Und zwar, weil Zusammenhänge deutlich wurden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du jeden Tag mitgeteilt bekommst, dass für die Schule kein Geld da ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir jeden Tag mitgeteilt bekommen, dass für das Theater kein Geld da ist. Aber für den unterirdischen Bahnhof haben sie Milliarden. Für die Banken haben sie noch mehr Milliarden. Und das muss mal beendet werden. Ein Zeitgeist, auf den ich auch ein bisschen stolz bin, weil als Politiker kannst du das dir nicht aussuchen. Du kannst das auch nicht beschließen. Das ist auch eine Illusion. Linke denken immer, wenn sie es beschließen, findet es statt. Das ist ein Irrtum. Aber wenn es stattfindet, dann muss die Linke stark sein, mithelfen, organisieren, ganz nah dran sein an den Bürgerinnen und Bürgern, um ein solches Anliegen, ein solches Denken und ein solches Fühlen zu unterstützen. Die Macht zurückzusetzen, liegt eigentlich beim Volk und nicht bei einem einzelnen Ministerpräsidenten oder Bahnchef. Das muss deutlich sein. Bei einer solchen Demonstrationskultur, bei Menschen, die aus allen Schichten der Bevölkerung kamen, es demonstrierten Richterinnen und Richter, Ärztinnen und Ärzte, Rechtsanwälte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitslose, radikale Jüngere und Ältere, ganz friedliche, alles demonstrierte gegen Stuttgart 21. Und dann schickt der die Polizei. Ich sage mal, die sind in einer Art und Weise aufgedröhnt worden, dass es völlig inakzeptabel war. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich früher Anhänger der Union waren und mir gesagt haben, sie hätten sich nicht vorstellen können, je so behandelt zu werden. Da hat er einen Bruch vollzogen. Da hat die Regierung einen Bruch vollzogen und seitdem hat der Widerstandsgeist noch zugenommen. Und die Leute haben gesagt, Schluss, aus, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Nun hat ja in Baden-Württemberg eine Wahl stattgefunden. Ich sage jetzt mal nichts zu uns. Das ist auch blöde, wenn man aus taktischen Gründen nicht gewählt wird, wenn ich das mal so nebenbei sagen darf. Aber immerhin. Es hat ja einen Regierungswechsel gegeben und nicht nur das, die Grünen sind stärker geworden als die SPD, wer hätte sich das hier vorstellen können. Und wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, der leicht konservative Elemente in sich birgt. Wobei ich nicht von seiner Jugend sprechen will, als er noch völlig anders organisiert war. Das lasse ich alles weg. Nur jetzt
ist es eine Glaubwürdigkeitsfrage der Politik geworden. Man kann das Ganze nicht so vorbereiten. Man kann nicht eine solche Wahl unter solche Zeichen setzen. Man kann nicht die Bevölkerung aufrufen, so zu wählen, um das Ganze zu verhindern, und dann wird der Bahnhof einfach doch gebaut. Das ist nicht machbar. Ich habe im Bundestag gesagt, wir haben eine Diktatur der Finanzmärkte. Und das stimmt. Wir sollten zum Beispiel, dass die Bundesregierung in der europäischen Krise nicht führt. Sie verwaltet maximal. Sie macht, was Ackermann vorgibt. Die Finanzakteure entscheiden, was die Politik macht. Das ist die Zerstörung der Demokratie. Denn Landtag, das Kommunalparlament, das Europäische Parlament und den Bundestag zu wählen. Wir haben aber nicht das Recht, den Vorstand der Deutschen Bank zu wählen. Und deshalb ist es gravierend, ob der Bundestag entscheidet, was Herr Ackermann zu tun hat, oder ob Herr Ackermann entscheiden kann, was der Bundestag zu tun hat. Und letzteres ist gegenwärtig der Fall. Wir nicht gesagt haben, Euro nein, wir sind pro-europäisch. Wir haben gesagt, Euro so nicht. Und Euro so nicht hieß, dass wir gesagt haben, man kann nicht eine Binnenwährung einführen, wenn man überhaupt keine Voraussetzung für einen Binnenmarkt geschaffen hat. Wenn es keine abgestimmte Wirtschaftspolitik gibt, keine abgestimmte Lohnpolitik, keine abgestimmte Sozialpolitik, keine abgestimmte Rechtspolitik, keine abgestimmte ökologische Politik, das kann nicht funktionieren. Wir haben gesagt, das wird einen Druck geben, alles nach unten anzugleichen. Und die Länder werden in große Schwierigkeiten kommen, aus den verschiedensten Gründen. Alle waren klüger. Union, SPD, FDP und Grüne. Alle haben gesagt, das wird alles hervorragend funktionieren, unsere Bedenken sind völlig falsch. Ich weiß, dass es im Leben immer schwierig ist, übrigens auch in der Ehe, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass du recht hattest. Das ist im Bundestag auch so. Aber trotzdem, sage ich mal, unsere Warnungen waren noch völlig berechtigt. Und jetzt sagen wir es wieder, es funktioniert nicht, was Sie vorhaben. Was Sie mit Griechenland machen, ist abenteuerlich. Darf ich mal an unsere eigene Geschichte erinnern? Deutschland hat den Ersten Weltkrieg geführt und verloren und den Zweiten Weltkrieg geführt und verloren. Es war beide Male falsch, dass der Weltkrieg geführt wurde, und richtig, dass wir ihn verloren haben. In Versailles und konnten nicht aufhören zu siegen. Und wenn du nicht aufhören kannst zu siegen, demütigst du dein Gegenüber bis ins Knochenmark hinein. Und das war der Vertrag von Versailles. Und im Ergebnis konnte ein Verbrecher wie Hitler mit seiner Verbrecherpartei so stark werden, weil er das natürlich auch entsprechend genutzt hat. Und die Westmächte nach dem Zweiten Weltkrieg waren viel klüger. Und haben gesagt, wir machen nur noch geringe Reparationen und machen dann einen Marshallplan, um das Land wieder aufzubauen. Was treibt uns denn, bei Griechenland die Politik von Versailles zu machen? Wir müssten doch viel klüger sein. Wir brauchen natürlich einen Marshallplan. Wenn ich das Land nicht aufbaue, kriege ich auch kein Geld zurück. Die USA halten nicht viel vom Euro. Das ist auch ganz klar, weil deren befreundete oder halbbefreundete oder weniger befreundete Staaten wie China und Saudi-Arabien gelegentlich erklären, dass sie doch stärker in den Euro statt in den Dollar investieren wollen. Das mögen die nicht. Darum haben die drei privaten Ratingagenturen der USA, die eng verbunden sind mit Banken, beschlossen, den Euro in den Keller zu schicken. Das wissen nun alle, die irgendetwas damit zu tun haben. Wir sind bis heute nicht in der Lage, eine eigene europäische unabhängige
staatliche, öffentlich-rechtliche Ratingagentur aufzubauen. Warum eigentlich? Wir haben gesagt, wir müssen die Staaten trennen von den großen privaten Banken, raus aus der Abhängigkeit, die ihnen Zinsen aufdrücken, die indiskutabel sind. Wir brauchen eine öffentlich-europäische Bank, die einfach an den Ratingagenturen vorbei solchen Ländern zinsgünstige Kredite gibt. Was wäre denn da anders drin? Dann könnte ja zuerst was steuern. Und dann haben wir gesagt, muss man natürlich Griechenland aufbauen, nicht Renten kürzen, nicht Löhne kürzen, nicht Leute entlassen, nicht Investitionen streichen. Die streichen ja alle Investitionen. Ja, wenn du die Wirtschaft tot machst, wie willst du denn dann Steuereinnahmen erzielen? Und dann gibt es drei Sachen, die man in Griechenland ändern muss. Erstens ist, man muss von ihnen ab jetzt immer richtige Zahlen verlangen. Das darf man. Das zweite ist, dass man die tägliche Steuerhinterziehung durch ein System bekämpfen muss. Wenn wir das System gefunden haben, können wir es auch noch in Deutschland anwenden. Dass es dort 2000 Familien gibt, 2000 Familien, denen gehören 80% des gesamten Vermögens Griechenlands. Und sie müssen von dem Vermögen nicht einen halben Cent in der Krise beitragen. Das ist eine solche Unverschämtheit, dass die griechische Bevölkerung sich das nicht bieten lassen darf. Und wir dürfen es uns auch nicht bieten lassen. Der Abhängigkeit von den großen Privatbanken, dann können wir auch die Probleme lösen, sonst nicht. Alles andere wird eine Hinterherrennerei. Und ich merke, und der Sarko, Sie dachten ja, Sie waren zum G20-Gipfel als halbe Helden, jetzt sehen Sie schon wieder aus wie die Trauerklöße. Nächste Woche wird wieder was Ähnliches passieren. Sie kriegen das, Sie können das so auch gar nicht in den Griff bekommen. Aber es gibt natürlich noch was anderes. Und ich sage das hier ganz klar, Sie sollten ja auch unseren Standpunkt kennen. Ich möchte, dass die großen privaten Banken zerkleinert und dann öffentlich-rechtlich gestaltet werden. Und zwar aus Gründen der Demokratie. Sie sind zu mächtig, glauben Sie mir. Und Sie sind nach der Finanzkrise noch mächtiger. Wir haben ja nicht weniger Vermögensmillionäre, sondern 51.000 mehr nach der Finanzkrise. Wir haben jetzt 861.000 Vermögensmillionäre in Deutschland. Und die Banken dominieren das gesamte Geschehen. Die Kontenbewegung, wenn einer von Ihnen bei der Deutschen Bank ein Konto haben sollte, ist für die eine völlig unerhebliche Größe. Die Spekulation ist das Entscheidende. Die versuchen eben, aus Geld Geld zu machen. Das Problem ist nur, dass das nicht geht. Das fällt einem immer auf die Füße. Sie stellen nichts her. Weder ein Akkordeon, noch ein Stuhl, noch ein Tisch. Eine Bank war mal ein Dienstleister für die Realwirtschaft und für die Bürgerinnen und Bürger. Heute ist es der mächtigste Partner der kapitalistischen Finanzstruktur, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Noch nie gab es in Deutschland eine so kapitalismuskritische Stimmung wie gegenwärtig. Ich weiß, man darf es nicht überschätzen. Es ist noch keine antikapitalistische, geschweige denn eine prosozialistische. Aber es ist eine kapitalismuskritische Stimmung. Und dazu gehört die Macht der Banken zu brechen. Wir brauchen wieder einen demokratischen Zustand. Und deshalb sage ich, die Sparkassen waren, sind und werden nicht unser Problem. Deshalb brauchen wir öffentlich-rechtliche Banken und nicht die Privatzocker, die uns alle ruinieren und dabei zusehen und selber immer noch reicher werden. Da geht es doch gar nicht mehr um die Bahn. Da gibt es doch so und so viele Großunternehmen, die davon partizipieren, vom Bauland, von allem Möglichen. Und die sind interessiert. Und die machen jetzt natürlich eine Riesenkampagne und hoffen, dass der Volksentscheid schief geht. Aber jetzt ist es unsere Aufgabe zu kämpfen, und zwar mit Leidenschaft zu kämpfen. Und ich möchte auch nicht jeden Tag hören, was möglicherweise schief gehen kann. Jetzt wird erstmal gekämpft, und zwar um so viele Ja-Stimmen wie möglich. Und ich habe ja eine Hoffnung und eine Sorge. Meine Hoffnung ist
ganz klar, die, die für es 21 sind, könnten aus Versehen mit Ja stimmen. Das nehme ich ja hin. Aber ihr müsst aufpassen, dass die, die dagegen sind, nicht aus Versehen mit Nein stimmen. Also da müssen wir aufklären. Ja, das ist schon unsere Aufgabe. Und jetzt möchte ich euch von Volksentscheiden in Berlin erzählen. Also, Tempelhof. Ein Bahnhof, Quatsch, ein Flughafen. Ein Flughafen, der geschlossen werden sollte und auch geschlossen wurde, weil das natürlich innerstädtisch so gar nicht mehr hingezählt war. Und nun gab es natürlich Gegner der Schließung. Und die beantragten einen Volksentscheid. Da musste eine bestimmte Zahl von Unterschriften sammeln und dann läuft das in Berlin. Jetzt fand das statt. Ja, ich weiß. Jetzt fand das statt. Und nun passierte bei Tempelhof Folgendes, dass der Senat zwei Plakate für die Schließung Tempelhofs heraufbrachte. Es waren, glaube ich, die weltweit hässlichsten Plakate, die ich je gesehen habe. Es waren auch wenige. Und die anderen hatten Top-Plakate. Und ich dachte, das kann ja überhaupt gar nicht gut gehen. Und durch die ganze Stadt. Und recht früh. Und dann wechselten die Plakate. Und dann wechselten die Plakate wieder. Und dann kamen Großplakate. Und es hingen immer noch diese zwei kleinen hässlichen irgendwo in irgendwelchen Ecken, die du gar nicht mehr sehen konntest. Und die anderen wurden immer größer. Und dann war ganz Berlin voll. Und dann wechselte das nochmal pro Woche zum Schluss. Und da sagte mir ein Taxifahrer und das beruhigte mich. Ich sage, was machen Sie denn bei den Volksentscheiden? Sagte, die, die für Tempelhof sind, haben so viel Geld. Das war der Instinkt der Bevölkerung. Die beiden hässlichen Plakate bewirkten plötzlich das Gegenteil. Der arme Senat gegen die reichen Zocker. Und darum kippte die Bevölkerung und Tempelhof kam nicht durch. Das Zweite war was ganz Spannendes, in Baden-Württemberg noch nicht vorstellbar. Ja, ich werde es euch gleich erklären, warum nicht. Weil die Kirchen noch zu mächtig sind. Es ging um die Frage des Religionsunterrichts. Nun war das in Berlin immer so, dass logischerweise, wie auch hier, Religionsunterricht freiwillig ist, etc. Das war auch nicht das Problem. Und das wird auch alles bezahlt, wurde auch vom Rot-Roten-Senat bezahlt, auch nicht das Problem. Aber eine Idee hatte der Senat, er setzte durch, ein Pflichtfach Ethik. Und die Grundidee bei Ethik war eine Unterrichtung über alle großen Religionen und Philosophien. Aber als Pflichtfach. Für 3 Jahre. Für alle Schülerinnen und Schüler. Der große Vorteil war, dass auch meine Tochter, die gar nicht religiös ist, dort etwas vom Christentum lernt, dort etwas vom Islam lernt, dort etwas vom Buddhismus lernt, dort etwas vom Judentum lernt und so weiter. Aber sie lernt es zusammen mit muslimischen Kindern, zusammen mit christlichen Kindern und mit anderen nicht religiösen Kindern. Dadurch, dass sie das zusammen lernen, gibt es immer mal eine Gruppe, die weiß besser Bescheid als die andere und dann wechselt das wieder. Und dadurch werden sie zur Toleranz erzogen, miteinander. Das ist ganz wichtig. Wenn ich nur Religionsunterricht habe, schicke ich die islamistischen Kinder dorthin, die jüdischen dorthin, die katholischen dorthin, die evangelischen dorthin. Bei Freikirchen muss ich mir was überlegen. Und meine Tochter hätte dann allein Ethik. Und kriegt hier so ein paar moralische Lehren. Ich war mal in der Nähe von Passau, da war ein Kind schon deshalb isoliert, weil es evangelisch war. Da habe ich gefragt, welche Chance ich hier mit meiner Tochter hätte. Dann haben sie gesagt, sowas gibt es hier nicht. Aber der Punkt war, was war jetzt die Sorge der Kirche? Die können doch eigentlich nichts dagegen haben. Die haben ja nichts am Religionsunterricht geändert. Nein, nichts am Religionsunterricht geändert. Es gab nur zusätzlich dieses Fach. Ja, das kannst du mir schon glauben. Und jetzt passierte Folgendes, dass sie fürchteten, dass die Kinder dann, weil ja der Religionsunterricht freiwillig ist, nicht mehr zum Religionsunterricht gehen, wenn sie in dem anderen Fach schon mit Religion haben. Der Rückgang macht übrigens 2% aus. Die ganze Befürchtung war falsch. Trotzdem ist es gut, diesen gemeinsamen Unterricht zu haben. Und jetzt machten wir einen Volksentscheid. Und zwar formal ging es in dem Volksentscheid darum, ob Ethik ein Pflichtfach ist oder ein Wahlfach ist. Sie wollten einfach, dass diejenigen, die zum Religionsunterricht gehen, nicht mehr zum Ethikfach gehen müssen. Da waren wir strikt dagegen. Aber das Ganze war unter der Überschrift Religionsunterricht.
Das Ganze wurde so dargestellt, als ob der Senat den Religionsunterricht abgeschafft hätte. Und dann gab es eine Kampagne. Günther Jauch auf jedem Plakat, jede Stimme für den Antrag der Kirchen und anderer. Die SPD-Bundesführung gegen die Landesführung, Steinmeier, alle unbedingt, also sie wollten, dass der Volksentscheid erfolgreich ist. Und natürlich die CDU und natürlich die FDP und so weiter und so weiter. Also wir standen wirklich richtig auf verlorenen Posten. Richtig auf verlorenen Posten. Und dann haben wir uns gedacht, Quorum, ne? Dass möglicherweise die Ja-Stimmen nicht das Quorum erreichen, aber dass es eine Mehrheit von Ja-Stimmen gibt, da waren sich alle sicher. Liebe Freundinnen und Freunde, es gab eine Mehrheit von Nein-Stimmen. Man darf eine Bevölkerung nie unterschätzen. Wir haben genau verstanden, worum es ging. Und der Schäuble war gerade beim Fernsehen und dem wurde erzählt, dass es eine Mehrheit von Nein-Stimmen gab. Und dann sagte er, nein, Sie meinen wahrscheinlich, das Quorum hat nicht gereicht. Nein, nein, sagte er, es gab mehr Nein-Stimmen. Das hielten die gar nicht für möglich. Das war für die ein leichter Kulturschock. Und jetzt frage ich mal, was spricht denn eigentlich dagegen, dass unsere Kinder zusammen über alle großen Religionen und Philosophien, übrigens einschließlich der marxistischen, selbstverständlich auch anderer, unterrichtet werden? Wissen schadet doch nie und Bildung erst recht. Der Wasserwerke, da war der Senat ganz zurückhaltend und das lag am Instinkt der Bevölkerung, da haben sie nicht nur die Ja-Stimme erreicht, sondern auch das Quorum. Auch das Quorum. Nun ist das in Berlin auch nur 25%, oder was heißt nur? 25% ist schon eine Menge. Aber 33,33% Periode ist eine Unverschämtheit, um das auch mal klar zu sagen. Das darf uns jetzt überhaupt nicht zurückhalten nach dem Kampf. Das ist jetzt auch egal. Wenn es eine Mehrheit von Ja-Stimmen in Stuttgart und Umgebung gibt, müsste sich die Regierung eigentlich gebunden fühlen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Stuttgart und Umgebung etwas anderes passiert. Gesagt, ja, aber das ganze Land stimmt ja ab und auf dem Lande gibt es ja so viele CDU-Anhängerinnen und CDU-Anhänger, kann schon sein, aber vielleicht interessiert die das ja nicht. Und wenn die das nicht interessiert, gehen sie vielleicht doch ja nicht hin. Also, da bin ich gar nicht pessimistisch, aber es ist auch egal. Mir reicht Stuttgart und Umgebung aus, denn hier soll der Bahnhof gebaut werden und hier fehlt das Geld an anderen Stellen. Und wenn man dann argumentiert und sagt, es geht ja um das Geld des gesamten Landes, ja dann müsste ich sagen, dann geht es um das Geld der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Dann hätten alle anderen Länder mitentscheiden müssen. Aber das kann ja nie von dir machen. Aber ich möchte, dass wir das den 27.11. als ein wichtiges Datum ansehen, aber doch nicht als Enddatum. Ja. Der Kampf der Macht ist nicht der Kampf. Was kann eine Bevölkerung und hier die Bevölkerung von Stuttgart und Umgebung durchsetzen? Was kann sie durchsetzen? Wie sehr kann man an einer Bevölkerung vorbeiregieren? Was der Papandreou jetzt macht in Griechenland, ist aus seiner Sicht ein ziemlich genialer Zug. Das Schlimme ist nur, dass man die Bevölkerung versuchen wird zu erpressen. Indem man sagt, wenn ihr dagegen stimmt, fliegt aus dem Euro und alles Mögliche. Aber die Griechen und Griechen sind ein Volk, das nur schwer zu erpressen ist. Darauf setze ich meine Hoffnung. Denn wenn der Volksentscheid anders ausgeht, als es Merkel, Sarkozy etc. hoffen, und das ist ja möglich, dass er anders ausgeht, dann sage ich euch, verändert das Europa. So einfach, wie die sich das denken, ist das Ganze gar nicht. Sie müssen endlich umdenken. Diese Konservativen müssen einmal einen mutigen Schritt gehen und sagen, wir werden jetzt diese großen privaten Banken öffentlich-rechtlich gestalten, um wieder Demokratie herzustellen, um das Primat der Politik über die Finanzwelt zu bekommen, um die Banken wieder zu machen. Und dann sind wir auf dem Grund, weil Stuttgart eine
interessiert sind und die den ganzen Druck aufmachen. Jetzt ist der Lobbyismus mal untersucht worden bei der ganzen Atompolitik, was die für Geld ausgeben, um den Zeitgeist der Bevölkerung zu beeinflussen. Natürlich haben die Linken nicht das Geld, um dagegen halten zu können. Aber wir finden doch Wege in der Öffentlichkeit. Nee, wir müssen in Berlin eigentlich noch viel mehr Schulden machen, weil unsere Schulen sehen so aus, da würdest du dich gruseln drin. Also, und ich sage eine Sache, eins geht überhaupt nicht in Deutschland. Dass wir sagen, das Schicksal eines Kindes ist davon abhängig, ob es zufällig in einem reicheren oder in einem ärmeren Bundesland geboren ist. Aber wenn wir über Chancengleichheit von Kindern reden, dann sage ich, das ist abenteuerlich in Deutschland organisiert. Nenn nur drei Punkte. Also jetzt folge ich mal der Union. Nehmen wir mal ihre Themen. Das ist ja immer interessant, der Logik zu folgen. Die Union sagt, die Deutschen sterben aus. Weil sie alle so wenig Kinder kriegen. Nun könnte auch die Union auf die Idee kommen, dass sie es wahrscheinlich nicht handwerklich verlernt haben, sondern es andere Gründe geben müsste. Aber da denken Sie schon mal nicht weiter. Das Zweite, was Sie sagen, ist, wir brauchen einen flexiblen Arbeitsmarkt. Also die Lehrerin und der Arzt können sich nicht darauf einstellen, bloß weil sie in Baden-Württemberg geboren sind, dass sie da einen Job kriegen. Wenn sie den in Bayern kriegen, müssen sie nach Bayern umziehen. Wenn sie in Thüringen kriegen, müssen sie nach Thüringen umziehen. Wenn sie in Schleswig-Holstein kriegen, müssen sie nach Schleswig-Holstein umziehen und so weiter und so weiter. So, also nehme ich beide Thesen zusammen. Sie alle haben drei Kinder. Und dann ziehen sie ständig um, wegen des flexiblen Arbeitsmarkts. Und dann müssen sie sich gegenüber ihren Kindern permanent verantwortungslos verhalten, weil wir 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland haben. Ich bitte Sie, 16 verschiedene Schulsysteme. Und da wird man anders unterrichtet als in Sachsen-Anhalt etc. Und wenn Sie mit Ihren Kindern die Schulen wechseln, wirklich verhalten Sie sich gegenüber Ihren Kindern verantwortungslos. Das ist doch gar nicht mehr zu begreifen. 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland, das gehört ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der Postkutschen. Das hat mit dem 21. Jahrhundert nichts, aber auch gar nichts zu tun. Was wir brauchen, und das darf auch nicht an den finanziellen Mitteln der einzelnen Länder liegen, was wir brauchen, ist ein Top-Schulsystem, auch Vorschulsystem, von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Sodass, wenn du umziehst, du zumindest diesbezüglich kein schlechtes Gewissen haben musst, weil überall eine Top-Bildung stattfindet. Und wer Kinder in Schulen früh trennt, grenzt sozial aus und macht nichts anderes. Ich will aber auch meine ganzen Kinder. Ein Volksentscheid, jetzt müssen wir ihn auch nutzen. Jetzt müssen wir an die Verantwortung der Leute appellieren. Wenn man Rechte hat, ist das auch mit der Verantwortung verbunden. Alle diejenigen, die gegen Stuttgart 21 stimmen wollen, und das heißt, dass sie mit Ja stimmen, das müssen wir ihnen noch immer dazu sagen, sollten auf jeden Fall hingehen. Die anderen können ja bei meinetwegen beleidigt zu Hause bleiben, habe ich ja nichts dagegen. Aber diejenigen, die mit Ja stimmen wollen, die sollten hingehen. Und es müssen so viele wie möglich. Und wenn wir in Stuttgart und Umgebung eine Mehrheit an Ja-Stimmen haben, bindet es meines Erachtens die Regierung, wenn sie irgendetwas von Moral hält in dieser Frage. Und das Zweite ist, und wenn es da in ganz Baden-Württemberg, was ich noch nicht weiß, was wir alle noch nicht wissen, aber kämpfen müssen wir darum, eine Mehrheit von Ja-Stimmen geht, bindet es noch mehr. Und wenn die sich dann mit dem Quorum herausreden, dass derart überzogen ist, kann ich nur sagen, das darf man ihnen nicht durchgehen lassen. Konzerne. Aber ich muss eins vergessen. Die Grünen haben doch veranlagt, das Quorum zu ändern. Die Verfassung ist nicht geändert worden. Aber Regierungspolitik kann doch immer anders aussehen. Die können ja auch entscheiden, die Verträge zu kündigen, selbst wenn sie kein Quorum erreicht haben. Und da darf man sie nicht draus entlassen. Da dürfen sie sich auch nicht auf die SPD herausreden. Das sind faule Tricks. Ich muss das thematisieren. Wir haben jetzt den ganzen Mietbuden-Streit.
Streit zum Beispiel in Berlin und da geht es um Nachtflüge und so. Aber was ich sagen will, ist, wenn das Bundesverwaltungsgericht sagt, es ist erlaubt, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr zu fliegen, kann die Politik trotzdem sagen, wir verbieten es zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Das Einzige, das wird immer vertan, Sie können da nicht auch zwischen 0 Uhr und 5 Uhr fliegen lassen. Das ist damit verboten. Aber das Nachtflugverbot auszulehnen, ist selbstverständlich erlaubt. Und natürlich kann die Mehrheit dieses Parlaments in Baden-Württemberg und die Regierung die Verträge einfach kündigen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Geld reicht nicht hin und her und wir brauchen keinen unterirdischen Bahnhof, der kaum eine Verbesserung bietet, aber sehr teuer ist. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine öffentliche Schule. Wir brauchen mehr Bahnhöfe. Wir brauchen mehr Theater, mehr Kultur. Dafür müssen wir das Geld ausgeben. Wir müssen uns dann endlich wieder sozial gerechter machen. Und es wird durch einen unterirdischen Bahnhof nicht sozial gerechter. Und wenn das Geld angeblich so knapp ist, ja, dann müssen wir es eben anders einsetzen. Und ich bin es auch leid, dass der Schäuble sich im Bundestag hinstellt und sagt, das Elterngeld der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger wird gestrichen, um den Haushalt zu sanieren. Und dann brauchen sie eine Woche, um für die Banken 480 Milliarden Euro bereitzustellen. Das ist nicht mehr drin. Kredite, zinsgünstige Kredite, wenn es Aufbaukredite sind. Aber alles, was die an Geld ausgeben, landet nur wieder bei den Banken. Es hat mit den Griechinnen und Griechen nichts zu tun. Und deshalb stimmen wir dagegen und sagen, das ist der falsche Weg. Falschen Weg gehen in Bezug auf Griechenland und in Bezug auf den unterirdischen Bahnhof in Stuttgart. Das ist doch eine spannende Übereinstimmung, die wir hier feststellen können. Und deshalb sage ich, jetzt ist die Bevölkerung rebellisch, jetzt werden wir abstimmen, wir werden weiterkämpfen und wir werden den Regierenden sagen, die Zeit ist vorbei, wo ihr ausschließlich auf Lobbyisten gehört habt, wo die Pharmaindustrie und bestimmte private Krankenkassen entschieden haben, wie die Gesundheitsreform aussieht, wo die Banken entscheiden, wie Finanzpolitik gemacht wird und wie eine Finanzreform aussieht. Das steht auch alles nicht im Grundgesetz. Im Grund